So, und damit hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Folge von LS17 aus Kandelin. Irgendwo, der drängelt sich immer ins Bild hier, der Flieger, ne? Ich glaube, der wartet immer nur ab, bis ich das Video starte und dann fliegt er hier über den Hof. Wenn der mal irgendwann abstürzt, dann lache ich. Nein, dann lache ich natürlich nicht, weil über sowas lacht man nicht. So, im letzten Part hatte ich mich ja hier um unsere Kühe gekümmert. Da hat sich das jetzt auch aktualisiert. Da seht ihr, es ist alles in Ordnung. Mist, liegen jetzt noch 148 Liter drin, die sind schon nachgekommen. Die Sauberkeit ist wiederhergestellt, alles ist versorgt. So, und dann hatten wir gesagt, dass wir gerade dabei sind, für den Kollegen zu dreschen. Der Drusch ist natürlich, ob des Wetters jetzt unterbrochen. Aber im Mähdrescher war ein bisschen was drin und das holen wir eben schnell ab, damit das da wegkommt, damit das noch in den Silo kommt. Ich steige mal wieder durch geschlossene Türen ein und aus. Ich bin ein echter Pro. Und vor allem seht ihr dann auch mal ein bisschen was von der Fahrstrecke. Weil die letzten Videos haben, glaube ich, wenn ich mich jetzt erinnere, alle hier auf meinem Hof stattgefunden, hier auf dem Milchviehbetrieb Kandelin. Und dann seht ihr endlich auch mal die ersten Sachen vom Hof. Und euch zum Gefallen, ja, ihr wisst, für euch tue ich alles, liebe Zuschauer, oder wir tun alles für euch. Für euch fahre ich einen Umweg und fahre für euch einmal über die rote Ampel. Weil ich weiß, das wollt ihr und ihr kriegt es. Ja, jetzt fahre ich eben rum und hole mir meinen Anhänger. Der Drescher ist nicht ganz voll, aber zumindest kriegen wir das dann runter. Dann bleibt das da nicht im Drescher stehen. Und dann machen wir nachher eine Feuchtigkeitsmessung, wie sich das gehört. Und dann gucken wir, wann wir weiter dreschen können. Ist ja nicht unser Mais, ne? Ich kann ja sagen, wir wollten helfen, wir haben Beweise. Ja, hier immer noch der Schlepper von dem lieben Luan. Also ich habe euch ja beim letzten Mal gefragt, wie hat das einer in die Kommentare geschrieben, wie lange ich warten muss, bis ich den wirklich auf seine Kosten abschleppen und zur Versteigerung geben kann. Also die Miete, also die Rechnung für die Platzmiete, für die Standmiete, die ist raus. Ne, die werden wir auch gnadenlos umsetzen, weil es ja Platz, der hier auch verloren geht. Das geht natürlich so nicht. So, wir koppeln hier mal eben an und dann düsen wir mal eben los. Und wie gesagt, wir fahren einmal, obwohl wir da gar nicht lang müssen, fahren wir einmal über die rote Ampel. Da oben am Horizont der Rettungshubschrauber. Ich hoffe, Tante Erna ist nichts passiert. Der kreist hier schon wieder lange über der Ortschaft. Ich hoffe, die ist ja nicht ganz so bei Gesundheit leider gerade, ne? Nicht, dass der was passiert hier. Also, das kann keiner wollen. So, Licht haben wir an bei dem Wetter, das ist in Ordnung. Na, bei dem Wetter wird wohl eh keiner unterwegs sein hier morgen um 5 vor 8. Bei strömendem Regen und tiefstem Nebel quasi. Oh, ist ja gar kein Nebel, meine Brille ist beschlagen. Entschuldigung, aber bei strömendem Regen. Das regnet doch im Spiel, ne? Oder doch, ja, doch, das ist tatsächlich so. So, normalerweise hätten wir es rechts fahren müssen, Richtung Zahnewanz, aber wir düsen hier einmal zur Hauptstraße. Ich habe ja von dieser intelligenten Ampel auch schon Bilder auf Facebook gepostet und habe jetzt ja darunter geschrieben, dass da irgendwann in den nächsten Nächten wird da einer versehentlich 867 mal gegenfahren gegen die Ampel, bis die dann fällt. Also sollte das passieren, das mache ich nicht, ne? Also nicht, dass da jemand verdächtigt. So, und jetzt fahren wir einfach mal bei Rot rüber. Zack, schon wieder 250 Euro weg. Hä? Da seht ihr mal, was ich für euch alles in Kauf nehme. So, dann drehen wir einmal hier über die Tankstelle. Und dann geht's auf Richtung Zahnewanz. Den Mais, wie gesagt, lagern wir auch bei uns am Hof zwischen, weil die Kollegen in Zahnewanz, die Silos sind voll. Und die brauchen halt eine ganze Menge Mais zum Verfüttern. Auch da, selbstredend, werden wir natürlich eine Rechnung stellen müssen. Nicht, dass wir das wollen, hier in Milchviehbetrieb Kandelin. Wir sind ja wirklich hilfreich, nett und alles. Aber wir müssen, aus steuerlichen Gründen, müssen wir dann natürlich eine Rechnung stellen. Auch wenn wir das nicht wollen. So, jetzt warten wir natürlich, bis grün ist. Weil wer soll sich das sonst leisten können? Wenn dann heute nochmal grün wird. Also ich glaube schon länger, die Ampel will mich provozieren, aber... falsche Taste. Aber das schafft sie nicht. Du nicht! Du Ampel, du.
So, und dann haben wir die Verbindungsstraße zwischen Kandelin und Zahnewands runter. Ich hatte das im letzten Part auf der Map nochmal ganz kurz gezeigt. Ich kann das jetzt auch nochmal eben tun, für die, die das letzte Mal vielleicht nicht gesehen haben. Die könnten das jetzt natürlich auch nachholen, was eindeutig die bessere Idee wäre, aber ich zeige es trotzdem nochmal. Also unser Betrieb befindet sich hier in Kandelin. Ja, steht jetzt Biogas, weil jeder Betrieb hat eine eigene kleine Biogasanlage, die allerdings erstmal finanziert werden muss und in Betrieb genommen werden muss. Können wir uns jetzt noch lange nicht leisten. Ich glaube, die Kollegen aus Zahnewand sind da aktuell gut dabei. Die wollen dringend so schnell wie möglich ihre Biogasanlage in Betrieb nehmen. Aber bei uns dauert es noch ein bisschen. Also hier sind wir in Kandelin. Hier oben ist der Luan und der André in Biesdorf. Die haben auch einen Milchviehbetrieb. Und hier Zahnewand ist der Schweinebetrieb vom Robert und vom Chris. Und da fahren wir jetzt mal vorbei. Hier unten müssen wir hin. Auf das Feld Nummer 23. Das heißt, wir fahren jetzt hier runter, die Verbindungsstraße, kurz oder in Zahnewands direkt, wo es dann links zu deren Hof geht, biegen wir rechts ab und fahren dann hier aufs Feld und tanken den Drescher ab, der allerdings nicht ganz voll ist. Also viel wird es nicht werden, aber dann kommt das zumindest weg. So, ich hoffe, wir haben niemanden aufgehalten. Da rechts sind die schönsten Kühe der Welt, wie ihr seht. Ne? Da kommt keine andere Kuh dran. Aber ihr habt ja im letzten Part gesehen, wie liebevoll ich das Futter für diese Kühe herstelle. Von nichts kommt nichts. Ne? Und wir wissen ja alle, erst das Tier und dann der Mensch. So, dann donnern wir hier eben runter. Das Wetter ist echt brr, ne? Schrecklich. Und ich habe auch noch Angst bei Gewitter eigentlich. Aber ihr seid ja bei mir, insofern. Das Problem ist, wenn bei so einem Wetter der Rettungshubschrauber kreist, dann muss ja wirklich was Schlimmes sein. Also ich hoffe, dass der Herr noch nichts passiert ist. Ich muss da nachher gleich mal nachfragen. Oder noch schlimmer, der Anneliese. So, Thüringer Agrartechnik im Sonderangebot. Ja, ich brauche jetzt aber keine neuen Maschinen. Ist nett gemeint. So, bei dem Wetter werden wohl auch keine Blitzer da sein, hoffe ich. Aber wissen kann man es natürlich nie. Wir können auch mal eine Außenansicht fahren, dann seht ihr ein bisschen was, ne? Ich weiß, viele Leute fahren mal mehr Innenansicht, der ist ja auch in Ordnung, ich wechsle das ja mal ab. Aber wenn ich eine Außenansicht bin, seht ihr doch ein bisschen mehr von der Fahrtstrecke. Wobei wir natürlich gerade Sichtweite von unter 30 cm haben quasi. Aber irgendwann wird das Wetter sicherlich auch wieder besser werden. So, jetzt können wir quasi in Zahnemanns rein, gleich. Der Blue nutzt hier wieder die gesamte Fahrbahnbreite. Wie ein Formel-1-Fahrer schießt er hier quasi durch die Gegend. So, die nächste Auffahrt links hoch, kommen wir dann zum. Ach nein! Wieso blitzen die denn hier bei dem Wetter? Naja, gut, 10 Euro können wir uns gerade noch leisten. Ist 1 Kilometer zu schnell, Leute! Abzüglich Toleranz. Also, wir können da ein bisschen toleranter, können wir da auch sein. So was Blödes auch. Können wir das Ding umtreten? Mal gucken. Ja, Warmblinkanlage an, nicht, dass wir noch einen Strafzettel kriegen, dass wir ohne Warmblinkanlage stehen. Ja, warnmobiler Blitzer ist schon wieder weg. Ne, da sind sie schnell. Hier in Zahnewands, das ist ein Schurkenstaat, möchte ich mal sagen. Ein Schurkenstaat. Es geht bestimmt auf Rechnung vom Schweinemastbetrieb Zahnewands hier. Die kassieren da bestimmt einen Lapp, ich bin mir sicher. Ich will jetzt hier keine Gerüchte in die Welt setzen, ihr kennt mich, aber da bin ich mir sehr, sehr sicher. So, meine Warmblinkanlage mal wieder aus. Da stehen die. Ein Tag. Bin da eben geblitzt worden. Das kann nur ein Fehler sein. Wieso stehen sie hier, wenn da hinten geblitzt wird? Das ist doch. Ist das, kann ich mal ihren Ausweis sehen? Hallo? Das sind die Polizisten von heute. Die sprechen dich mal mit einem. Ich bin Steuerzahler. Uhu. Da werde ich erstmal was erzählen hier. Haben sie heute Abend schon was vor? So, wir lassen den Trecker da mal eben stehen. Ich zeige euch dann mal eben im Schnelldurchlauf den Schweinebetrieb in Zahnewands von den Kollegen.
Das ist hier hoch. Die Umgebung sieht natürlich bei gutem Wetter jetzt noch schön aus, aber ich finde selbst, also das schlechte Wetter sieht hier relativ gut aus, finde ich. Also es ist, ja, wenn die Leute glauben, ein geschlossenes Tor würde mich abhalten, ne? Zack! Ich hoffe, das hat man gesehen, wie sportlich ich bin. Na gut, die Schweine sehen ja auch ein bisschen kümmerlich aus, ne? Bin ja nicht sicher, ob die richtig füttern. So, hier ist die Waage von denen. Und dann zeige ich euch hier mal eben, dass hier diesen, können wir gleich mal gucken, ob das wirklich voll ist. Oder ob die vielleicht heute oder gestern noch was rausgenommen haben. Dann bräuchten wir das nämlich nicht bei uns zu lange. Ich denke aber nicht, dass sie was rausgenommen haben. Aber das werden wir gleich sehen. So, die haben hier sehr viele von unseren Strohballen bekommen, weil wir hatten noch ein zweites Feld mit Weizen. Hatten wir ja gemacht. Und da ist so viel Strohball rübergekommen, das meiste haben wir hier hergestellt. Und noch was bei uns zwischengelagert, weil wir noch Platz haben. Also mit Stroh können wir uns aktuell zuschmeißen. So, dann gucken wir mal. Also erstmal würde ich hier mal die Gosse zumachen bei dem Wetter. Das ist ja... So, ihr seht hier 200.000 Mais ist also brechend voll. Das heißt, die Kollegen haben jetzt aktuell im Lager 61.500 Weizen, 10.989 Raps und 20.000 Körnermais. So, können wir aber trotzdem ausmachen hier, spart Strom. Muss ja auch an die Umwelt denken. So, das ist wie gesagt der Schweinemastbetrieb in Zahlewans. So, und hüpf, au, fast gestolpert, das ist ja... Den Kollegen würde ich noch zutrauen, dass sie sich noch eine Liste anschaffen oder Strom durchs Tor jagen. Ey. Dann setzt das aber was. Dann mache ich Anzeige bei Polizei. Gucken, ob die noch da sind. Pitchen das hier. Ja, noch sind sie da. Haben mir bestimmt einen Strafzettel an Trecker gemacht. Das traue ich denen auch zu. Ja, junge Frau, ich fahre ja schon weg. Dann haben sie sich mal nicht so. Ist doch nichts los hier. Das ist Fernsehen hier. Da muss man auch mal ein bisschen Verständnis zeigen. So, wir fahren weiter, bevor das hier noch allzu großen Stress gibt und ausatmet. Weil das ärgert mich jetzt echt, dass sie mir mit einem Stundenkilometer zu schnell geblitzt haben. Ne? Mit einem Stundenkilometer. Also das ist hart. Das Problem ist, man könnte ja sicherlich mit der Polizistin flirten. Aber wenn ich jetzt mit der flirte, dann wird sich die Strafe höchstens verdreifachen, anstatt irgendwie... ne? Das ist Diskriminierung. So, dann donnern wir hier rechts drauf. Und arbeiten uns zum Drescher vor. Da vorne links geht es dann gleich auf so einem kleinen Feldweg noch raus. So, den haben wir hier. Und dann müssen wir mal eben schauen, in welcher Position der Drescher hier steht. So, hier ist das entsprechende welche Feld. Da haben wir gestern noch einiges runtergenommen, aber es wurde dann auch schon später. Aber ein bisschen was ist noch nach. Gut, jetzt ist Regen, kann keiner ändern. Wussten wir gestern Abend schon, angekündigt war er, also da, das will ich gar nicht mehr bestreiten. So, müssen wir hier durch, damit wir natürlich den Bestand heizen. So, da steht er, so, das war einmal ein Autospeichern, das kennt ihr beim Server, wenn das dann zwischendurch mal kurz stockt, dann speichert der Server. So, wie gesagt, viel ist im Mähdrescher nicht drin. Ihr seht das, der war zu 60% voll. Das müssen wir alles, ich glaube der erste Anhänger wird noch nicht mal voll, aber egal, dann ist das zumindest schon mal runter. Und dann können wir hier warten, bis das Wetter wieder besser ist. So, müssen wir einmal komplett durch den Schlag, weil mit zwei Drehschemeln hier auf dieser Fläche zu drehen, das traue ich mir zwar zu, aber ich möchte das jetzt nicht im Video machen, dann heißt das wieder hier der Angeber und dann geht der Neid wieder hoch, weil ich so gut fahren kann und so, ne? Deswegen bin ich mal so frei und fahre einfach hinten rum. Ihr wisst ja, das Getuschel von den Leuten, das ist... Ne? Kennen wir alle. Mensch, aber bei Regen merke ich immer, mein Trecker ist ja grün. Ich dachte mir, ich hätte den schwarz. Also immer wenn ich den sehe, ist der dunkler. Nein,
Ich habe sogar einen Hochdruckreiniger am Hof. Und viele, die mich schon länger verfolgen, wissen das. Das ist nach wie vor, Waschtag ist an jedem fünften Donnerstag im Monat, ob es nötig ist oder nicht. Das ist, glaube ich, seit Bandico so. Ja, und Tradition soll man nicht sterben lassen. Die soll man immer aufrecht quasi. Ja, nächste Arbeiten, die für mich anstehen, was ich bei dem Wetter auch ganz gut machen kann, also das große Feld oben, wo wir ganz zuerst waren, die drei, die habe ich gestern noch gepflügt. Die muss als nächstes noch gegrubbert werden. Dann haben wir an unseren Feldern, haben wir den, also wir haben, das hatte ich beim letzten oder vorletzten Mal schon mal gesagt, unsere Felder aus Kandelin sind die 3, die 25 und die 26. Die 26 sind voll mit Mais, die muss aber nochmal gespritzt werden. Die 25 ist abgeerntet, da muss als nächstes Kalk drauf, dann pflügen, grubbern und so weiter, um das wieder neu einzusehen. Das Einsehen übernehme ich hier nicht, das lasse ich immer im Lohn machen, weil ich komme mit den Fahrgassen nicht klar. Und da bin ich dann immer froh, wenn ein Kollege sich bereit erklärt, da auch mal dann für mich das Drillen zu übernehmen, aber vorbereiten kann ich. Das heißt, drei habe ich gestern noch komplett gepflügt, da hat mir der André dann nachher noch geholfen. Da habe ich noch ein paar Bilder auf Facebook gemacht, die kommen dann sicher nochmal raus. Bin ich gestern nicht mehr zugekommen, weil wir gestern noch ziemlich lange hier gearbeitet haben. Das heißt, da wird als nächstes dann gegrubbert und auf die 25 muss Kalk. Lange Rede, kurzer Sinn. Und das können wir eben auch bei schlechtem Wetter zum Glück machen. Und insofern, die Arbeit wird hier nicht ausgehen. Aber mit unseren sagenumwobenen 8 Tonnen Körnermais fahren wir jetzt mal zurück nach Kandelin. Da brauchen wir es nicht über die Waage zu fahren, da der Servicetechniker es bestellt. Die Waage hat so einen kleinen Fehler, die bugt das falsch. Aber der Servicetechniker wollte sich darum kümmern und da können wir dann bald auch bei uns ordnungsgemäß die Zugänge auswiegen. Einwiegen in dem Fall. Aber ich finde Statistikwagen immer schon eine schöne Idee. Und viele von euch wissen ja, ich sag nur Statistikwagenbetrüger. Ich will da jetzt keinen Namen nennen. Yogi. Ja, ihr kennt das sicher. Oh, bin ich hängen geblieben. 35 Mal. Bing, 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 bing. Ja, so Statistikwagen sorgen immer für einen kleinen Spaß. So. Tschüss, Dirk Drescher. Wir sehen uns später. Hätte ich dem jetzt noch Brot mitbringen müssen oder was? Nee, ne? Nö. Lohnunternehmer ist hier der Philipp, der muss seine Mitarbeiter dann auch, denke ich mal, versorgen, oder? Ich weiß gar nicht, muss der Drescherfahrer, bleibt der eigentlich hier? Wie ist denn das im realen Leben? Wer weiß denn das mal? Also der steht jetzt hier, das fängt an zu riechen, was macht denn der? Bleibt der da die ganze Zeit stehen und wartet, bis es trocken wird? Oder fährt der nach Hause? Oder wie ist denn das? Ich kenne mich doch gar nicht aus. Weil wir schon hartes Brot, wenn ich auf so einem abgelegenen Feld... Ich meine, in Gorskova könnte er in entsprechende Etablissements gehen, wenn er wollte, aber das habe ich hier jetzt noch nicht gesehen. Nicht, dass ich danach geguckt hätte. Also, ne. So erstaunlich, ich habe bisher noch keinen Rieh umgefahren, also so auch vom Betrieb Biesdorf Richtung Kandelin auf der Straße, da kommt das öfter auch mal zu Wildwechsel. Da sollte man immer ein kleines bisschen aufpassen. Jetzt fahren wir hier auch extra mal langsam durch die Stadt. Aber ich glaube, die Cops sind eh weg, ne? Ne, stehen noch da. Mich nicht, nicht mit mir. Fahren hier vorsichtig mit 30, dann können sie uns gar nichts. Da steht er, der Hund. Hinter der Hausecke, ne? Alter. Oder das ist eben auch der kleine Spaß hier in Kandelin. Der steht da nicht immer, ne? Das ist tatsächlich... Ist er jetzt gerade weg gewesen? Oder gucke ich jetzt falsch? Oh, naja. Ich glaube, ich gehe eben zu Fuß dahin. Riechschemel. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Er hat mich aber bestimmt nur verguckt. Ne, ist noch da. Also wie gesagt, irgendwann, der steht da jetzt nicht immer. Ich finde das nicht gut, was sie machen hier, ne?
Hallo? Wie, ich soll abhauen? Ich bin Steuerzahler. Ich zahle Ihr Gehalt. Und wie sehen Sie überhaupt aus? Hier irgendein Privathemd unter der Polizeijacke. Ein bisschen Ordnungsuniform hier. Naja, aber was soll man machen? Zucht und Ordnung. So, wir fahren weiter. Da ist wieder der Flieger. Flieger, grüß mir die Sonne. Wer kennt's noch? Ich kann das jetzt nicht zu GEMA, ne? Sonst würde ich das mit meiner engelsgleichen Stimme das Lied hier gerne zum Besten geben, aber wir wollen ja auch alle nicht, dass das Video gesperrt wird. Ne? Also ich hoffe, das wollt ihr nicht. Da! Da ist der Rettungshubschrauber. Hoffentlich ist der Erna nix. Ist er ein Landeanflug oder haut er ab? Sieht er immer jetzt gerade ein bisschen schlecht. Ne, ich glaube, er haut ab, ne? Ich glaube, er ist schon. Oder? Ne, ich glaube, der landet. Wollen wir eben schnell gucken, ob wir helfen können. Kann ich helfen? Hier nicht landen! Hier fällt! Da! Rasen! Hier Getreide! Ich glaube, er kann sich noch nicht so recht entscheiden. Naja, ich als Pilot würde mich auch ein bisschen wundern, wenn so ein kleiner, dicker Junge da mit rudernden Armen unten vorbei auf und irgendwas hochruft. Scheint doch schon wieder ein Abflug zu sein. Na, in Ordnung. Ich werde nachher mal telefonieren, nicht, dass der Erna da irgendwas passiert ist. Und wüsste ich sonst gar nicht, wo ich an jedem dritten Donnerstag im Monat meine frisch gebackenen Kekse herkriegen sollte. Und das wäre ja schade drum. So. Er sucht, glaube ich, noch einen geeigneten Landeplatz. Da rechts auch nicht landen, da rechts auch Getreide. Lande abgeerntetes Feld, Kollege. Von mir aus. Wo wir gucken, welches Feld ist eigentlich? Eins davon gehört auch uns, ne? Ach nö. Ach, hier können sie landen. Felder gehören uns nicht. Alles in Ordnung. Bitte nur nicht landen auf der 3, der 25 oder der 26. Sonst alles in Ordnung. Guten Flug. So, nach sagenumwogenen knapp 4,5 Stunden Fahrt hat das dann gleich echt von Zahnewand nach Kandelin geschafft. Das ist wahrscheinlich neuester Rekord. Dabei einmal über die rote Ampel und einmal zu schnell geblitzt. Also ist ein erfolgreicher Tag heute. Ich glaube, ich kann Feierabend machen. Noch eine Anzeige von der schönen Polizistin wegen Anzüglichkeiten. Achso, das wollte ich gar nicht sagen. Streich das. Wir kommen aber auch gleich zum Ende. Wir fahren jetzt, wie gesagt, noch eben auf den Hof in Kandelin. Hauen eben hier den Körnermais in den Silo. Gucken mal, was wir im Silo noch haben, weil wir haben einen ganzen Teil Gerste und Weizen im Silo, was man irgendwann auch mal verkaufen könnte. Sieht hier unsere Waage, aber da brauchen wir sie rüberfahren, weil wie gesagt, könnten wir, aber die hat halt einen Statistikfehler, leider Gottes. Und insofern ignorieren wir die jetzt mal ganz, ganz frech. So. Dann machen wir bei uns mal eben Gosse auf und starten das Farmsystem oder das Silosystem. Zuerst mal gucken, was wir drinnen haben. So, also wir haben insgesamt jetzt 128.000 Tonnen Weizen, 163.000 Tonnen, also nicht 163.000, also ne, ihr wisst, also 163.000 Gerste und bisher 35.000 Weizen und da hauen wir jetzt noch ein bisschen was rein. Also ist hier nicht wie bei armen Leuten. Tür wieder zu hier.
So, uneingelagert. Damit raus, dann können wir das nämlich alles wieder schließen, damit das da nicht über die Gebühr reinregnet. Hier einmal zu, da einmal aus, da einmal aus, habe ich gesagt. Falscher Knopf hier. Wer hat eigentlich, welcher Tastaturhersteller ist eigentlich auf diese bahnbrechende Idee gekommen, das E neben das W zu legen? Also so eine blöde Idee, da muss man doch schon wirklich mit dem, wie heißt das, Puderbeutel geklammert, na, oder so ähnlich sein. Wie kann man das E neben das W legen? Was doof ist das? Ja, sieht ja auch so, ne? Egal, wir kommen ans Ende von diesem Video. Ich hoffe, es hat wieder ein bisschen Spaß gemacht. Ich verweise weiterhin auf die Facebook-Seite von LS17 Projekt Mecklenburg, wie immer der Link in der Beschreibung. Ja, das heißt, guckt da gerne rein, da erfahrt ihr neueste Informationen, wenn es welche gibt. Guckt euch auch die Streams von Luan weiterhin an. Den findet ihr bei mir auf der YouTube-Seite, auch auf der Startseite verlinkt unter Empfehlungen oder irgendwie so habe ich es genannt. Da gibt es auch im Archiv unheimlich viele Videos von Streams, die er schon gemacht hat. Da gibt es unheimlich viel von der Map zu sehen. Ja, ich danke fürs Zuschauen, hoffe es hat ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit am Start seid. Und bis dahin sage ich, bis dahin, tschüss, euer Micha.